Seit einiger Zeit beobachten wir eine Werbung auf Facebook. Sale Großhandel-Produkte.de. Grobe Restposten bis 90%. Schauen wir mal drauf, was da sich hinter verbirgt. Wir machen das Ganze mit Steuerung, Klick, damit sich eine neue Reiterleiste, eine neue Registerlasche öffnet. Und diese verweist auf Zalando. Das ist etwas ungewöhnlich. Warum sollte Zalando nicht mit seinem eigenen Namen Werbung machen? Gut, wir nehmen mal ganz einfach diese URL und schauen die uns mal direkt an. Wieder Zalando. Dann schauen wir mal, wem die URL gehört. Bei DENIC, dem Registrar der ganzen deutschen Domains. Thomas Wachsmuth. Thomas Wachsmuth, Melango GmbH in der Nefestraße 88. Wundert mich jetzt, was der mit Zalando zu tun hat. Möglicherweise ein Wiederverkäufer. Ich möchte zu diesem Zweck mal auf die Uhrzeit hinweisen. 13:02 Uhr. Wir haben den 11. Mai, Freitag. Unsere Vermutung geht dahin, dass in Kürze diese Werbung bzw. diese Weiterleitung sich ändern wird und woanders hingehen wird. Nämlich, wir machen mal eine kurze Vorschau nach melango.de. Das ist unsere Vermutung. Marktplatz für Geschäftskunden bis 90% im Wareneinkauf sparen. Das entspricht auch wieder dieser Werbung. Restposten bis 90%. Und schauen wir mal hier ins Impressum. Erste Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite. Das ist schon recht nach oben gewandert. Fünfte Seite. Da im Fließtext nicht unterstrichen. Man muss also wirklich schon wissen, wo man sucht. Hier oben nochmal kurz zurückgeblättert, sieht man doch, da oben ist AGB, das ist neu. Da wollte ich aber gar nicht hin, ich wollte zum Impressum. Melango. Stimmt mit dem überein. Schau mal, wer wem Zalando gehört. Da war ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich drauf. Guck mal, ob da die. Zalando ist natürlich nicht Melango. War auch nicht anders zu erwarten. Facebook-Werbung. Restposten bis 90%. Am 11. Mai 2012.